Sehr geehrte Mitglieder der Kommission Bodenschutz, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie im Tagungswerk Berlin und im Livestream begrüßen zu dürfen. Wie in jedem Jahr zum Weltbodentag im Dezember rücken Sie mit Ihrer Tagung den Boden ins Rampenlicht. Das ist unglaublich wichtig, denn der Boden ist chronisch unterschätzt. Und doch im wahrsten Sinne des Wortes die Grundlage des Lebens auf unserem Planeten. Böden speichern und filtern unser Wasser und sichern damit unsere Versorgung mit sauberem Trinkwasser. Böden versorgen uns mit Nahrungsmitteln. Sie sind Kohlenstoffspeicher und damit Klimaschützer. Gesunde Böden helfen uns bei der Klimaanpassung, indem sie zum Beispiel für Kühlung in den Städten sorgen. Und sie sind in der Regel auch resistenter gegen Naturkatastrophen. Und auch für den Erhalt der Artenvielfalt ist das unvorstellbar vielfältige Bodenleben essentiell. Es gibt also wahrlich genug Gründe, unseren Böden mehr Aufmerksamkeit und mehr Schutz zukommen zu lassen. In diesem Jahr geht es bei Ihrer Tagung um Bodengesundheit. Wir fangen gerade erst an, uns mit diesem für manche neuen Begriff zu beschäftigen. Im nationalen Bodenschutzrecht findet man dazu nichts. Bisher ging es beim Bodenschutz insbesondere um die Gefahrenabwehr und um die Sanierung kontaminierter Böden. Beides ist zweifellos wichtig, um Schäden für die menschliche Gesundheit und für die Natur zu vermeiden. Aber ähnlich wie bei der Gesundheit von uns Menschen ist es absolut überfällig, auch bei Böden den Vorsorgegedanken zu stärken. Schädigungen des Bodens sollten möglichst gar nicht erst passieren. Das ist ökologisch und natürlich auch ökonomisch der richtige Weg. Die Kosten für die Wiederherstellung degradierter Böden sind in der Regel deutlich höher als entsprechende Vorsorgemaßnahmen. Und das gilt übrigens auch für die Versiegelung, eine der nachhaltigsten Schädigungen unserer Böden. Ich freue mich deshalb wirklich sehr, dass die Europäische Kommission im Juli jetzt den Entwurf einer Richtlinie zur Bodenüberwachung und Resilienz vorgelegt hat. Damit wird auch der Boden mit seinen vielen lebenswichtigen Funktionen in die EU-Gesetzgebung aufgenommen, wie die Luft, das Wasser oder die Meeresumwelt. Der Entwurf enthält erstmals eine einheitliche Definition der Bodengesundheit. Dabei geht es explizit darum, die Böden als lebenswichtige Ökosysteme mit ihren Leistungen zu erhalten und zu stärken. Ich bin fest davon überzeugt, dass mit der Richtlinie der Bodenschutz in Europa deutlich verbessert wird. Auch auf nationaler Ebene brauchen wir eine Gesetzgebung auf der Höhe der Zeit. Das Bundesbodenschutzgesetz feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Und es hat in dieser Zeit wirklich gute Dienste geleistet, insbesondere bei der Erfassung und der Sanierung von Altlasten. Aber auch Gesetze brauchen regelmäßigen Check-up. Die Bundesregierung und vor allem mein Haus sind der Auffassung, dass das Bundesbodenschutzgesetz novelliert werden muss. Wir wollen, dass es uns hilft, die großen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Klimaschutz, Klimaanpassung und Vorsorge, Erhalt der biologischen Vielfalt. Wir dürfen das Potenzial der wichtigen Ressource Boden nicht ungenutzt lassen. Ich danke Ihnen deshalb, dass Sie den Boden heute ins Licht der Öffentlichkeit rücken. Und ich bin gespannt, welche Botschaften Sie am Ende für die Politik haben. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche und unterhaltsame Tagung. Vielen Dank.